Hallo, weiter geht's mit einem weiteren Reaction-Video. Ich habe gehört, der Montana Black, der hat was am Start. Muss irgendwas gekündigt bei Twitch oder so? War er nicht der größte Twitch-Streamer? Oder ist doch der größte Twitch-Streamer, der aktuell am Start ist mit den meisten Views? Natürlich, Ninja ist weg, klar, anderswo, aber das ist schon krass, ne? Das Money läuft auf jeden Fall dick. Spritzen wir uns das Geld überall hin, bei ihm auf jeden Fall, durch Twitch. Und Montana Black hat seinen Twitch-Vertrag gekündigt. Die Frage ist, welchen Vertrag? Ich denke, er hat mehrere, mit verschiedenen Firmen. Aber Twitch, das hört sich komisch an. Und ich bin gespannt. Wir gehen mal rauf. Ich habe mal die ersten Sekunden hier übersprungen. Das ist Werbung von unserem Shop, wie man hier sieht. Übrigens, sein Shop, glaube ich, hat richtig geile Qualität. Ich habe da schon einiges gesehen. Also, der Preis ist scheinbar gerechtfertigt, aber ich bin kein Merch-Trager. Ich trage kein Merch. Und, aber ihr könnt ja mal abchecken, ne, bei ihm im Shop. Ich habe gehört, die Qualität ist echt gut. Und ich bin auch nicht jetzt. Ich würde das Ding jetzt von ihm nicht direkt im Mund nehmen. So ein Fan bin ich jetzt nicht. Aber es interessiert mich, weil er ist populär und er hat Erfolg und es interessiert mich. Mal schauen. Let's Fusion mit dem Dreier dabei. Wie geht es Familie Kaido, Anna und. Ich habe übrigens gehört, ich war ja krank und die Sache mit war ja ziemlich groß. Auch bei Bild und so weiter. Ich habe übrigens einen Lolli hier. Wollt ihr einen Lolli haben? die Sache Frauen sind wie Hunde, glaube ich, war seine Aussage. Muss ich auch nochmal anschauen. Mal gucken, ob es da vielleicht so auch noch ein Reaction-Video gibt, weil. Ich meine, das heißt Doggy-Style, aber das ist schon ein bisschen krass, was der Kollege hier rausballert. Also. Und so alle gesund. Alles gut, Digga. Alles bestens. Kaido war bei mir und Oma und Opa geht's auch gut. Außer, dass ich war ich bei Oma und Opa und dann haben die mir erzählt, dass von denen die Dings, der Wäschetrockner kaputt ist. Und ihr wisst ja, Oma und Opa, gerade insbesondere Oma hat immer alles damals für mich gemacht. Genauso wie meine Mutter auch, aber meine Oma hat natürlich nochmal ein anderes finanziellen Background. Haben natürlich mehr verdient zum damaligen Zeitpunkt als meine Mutter. Und da habe ich den neuen Wäschetrockner bestellt, direkt bei Amazon. Ich saß bei denen auf der Couch, habe das am Handy alles erledigt und aus irgendeinem Grund, als ich dann kaufen gedrückt habe, hat es nicht funktioniert. Ich hatte alles eingestellt, Lieferadresse, war. Ich finde schon mal richtig geil von ihm, ne? Bringt der Oma erstmal einen Wäschetrockner gönnen, ne? Respekt. Und da habe ich zu Oma gesagt, scheiße, hier die Kacke, da habe ich keinen Bock drauf. Das funktioniert jetzt nicht. Ich fahre jetzt nach Hause und ich erledige das von zu Hause. Zu Hause angekommen, habe ich alles wieder so gemacht wie vorher auch, habe auf Bestellen gedrückt und gut. So, Liefertermin war jetzt am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr. Oma und Opa haben natürlich dann auch in dem Zeitraum gewartet. Oma hat zwar gesagt, sie wären so oder so zu Hause gewesen, trotzdem wisst ihr. Ich hoffe, der redet jetzt nicht davon wegen Twitch-Vertrag kündigen, wegen. Bei Twitch ist ja auch Amazon, ne? Amazon, wie man es immer nennen soll, keine Ahnung. Amazon hat ja. Ich nenne es Amazon, Entschuldigung, wenn es falsch ist. Wenn es für euch Amazon ist. Hat ja Twitch gekauft. Und nicht, dass er jetzt von Twitch Prime redet. Beziehungsweise von Amazon Prime, dass er das gekündigt hat. Ich dachte, wir reden jetzt hier von dem Twitch-Stream-Vertrag. Clickbait? Wer weiß das schon? Wie nervig das ist, wenn man zwischen 13 und 18 Uhr die ganze Zeit warten muss. Ja, und um 18.30 Uhr schreibt mir meine Oma, das Ding ist nicht angekommen, niemand war da. Dann gucke ich nochmal bei Amazon, habe ich meine Adresse angegeben und ich war den ganzen Tag nicht da. Das hat er. Also. Naja. Man kennt ihn, Digga. Man kennt ihn. Völlig lost, der Junge. Lost. Naja, und das hat mich dann ein bisschen geärgert, weil Oma hat sich drauf gefreut, hat den ganzen Tag gewartet und dann, dann habe ich Samstag einfach eine neue bestellt. Ich habe einfach eine neue bestellt und die andere storniert. Gut, scheiß drauf. Naja, besser ist das. Das hat ein bisschen genervt. Hä, einfach Adresse ändern ging nicht. Okay, meine es geht nicht darum. Rip. Oder? Schmeiß sie weg, kauf eine neue. Bin verwirrt. Schmeiß sie weg, kauf eine neue? Das ist dein Ernst, oder? Ansonsten, ja. Macht er eh nicht, also er labert nur. War irgendwas in der Woche jetzt gewesen? Ich glaube nicht, oder? Ja, weil, was war denn die Woche nochmal? Ich meine, du hast 21 Tage Rückgaberecht bei Amazon, scheißegal, als ob sie wegschmeißt. Junge, übertreib mal nicht. Kommt euch gut an bei den kleinen Boys und Girls, ne? Irgendwas in der Woche, was worüber man nochmal reden könnte? Wo wollen wir anfangen?
Scarlett, danke für 5000 Bits, mein süßen Alter. Ich bin's, Tim. Danke, Mann. Wo fangen wir an? Fangen wir erstmal bei einem Thema an, was euch anscheinend sehr interessiert. Und zwar das Ding mit dem Twitch-Vertrag. Ja, ich habe meinen Twitch-Vertrag auf Twitch gekündigt. Richtig. Jetzt wird es interessant. Das heißt, mein Twitch-Vertrag wäre am 1. März 2020, glaube ich, abgelaufen oder wäre zu Ende gewesen. Und ich habe ihn jetzt vor einer Woche gekündigt. Da ist irgendwie so gefühlt kleines Drama draus geworden bei einigen Zuschauern. Aber ich kann euch da den Wind aus den Segeln eigentlich relativ schnell rausnehmen. Das ist strategisch einfach das Beste, was ich hätte machen können. Denn egal, ob man einen besseren Vertrag bei Twitch aushandeln möchte oder bei anderen Plattformen mal anfragen möchte und sagen möchte, hey, ich bin's, Monte. Das war strategisch einfach wichtig für mich, weil ich musste jetzt den Twitch-Vertrag kündigen, weil man hat eine Kündigungsfrist von 3 Monaten oder so. Und hätte ich jetzt den Twitch-Vertrag nicht gekündigt, hätte er sich automatisch verlängert. Ja. Und deswegen habe ich ihn ganz einfach Also ich bin ja selber Twitch-Partner. Automatisch wird man ja verpartnert, wenn man bestimmt viele Views und so weiter hat. Bin ich auch. Weil ich ja, es gab mal Zeiten, da war ich etwas so 300 bis 600 Views hatte ich ja auch mal. Wirklich durchgehend. Ich hatte sogar einmal über 2000 Views, da war die, wo die von irgendjemandem geradet, was so geil war. Aber egal, habe ich auch fast jeden Tag gestreamt. Obwohl ich 40-Stunden-Job hatte. War richtig krass, aber war auch ganz geil. Aber Leben war da nicht mehr so viel. Muss ich auch zugeben. Es war nur Arbeitsstream. Aber auf jeden Fall, ich kann das nur so, ich bin halt nicht groß gewesen, niemals. Dass man halt, du hast, ja gut, du bist verpartnert, so einen Vertrag, den allgemeinen Vertrag hast du und irgendwelche Konditionen und so weiter kannst du eh nicht aushandeln. Das ist halt einfach alles Standard, 0815, fertig, bumm, und ich gib ihn. Aber ich denke mal, wenn du größer bist, musst du einen externen Vertrag haben und extern was aushandeln, weil es geht ja dann schon um einiges mehr, ne, um Werbesachen und so weiter, um Geld. Und da kann ich mir das wohl vorstellen, aber ja, dass man die dann so kündigen kann, wie so ein Handyvertrag, ergibt Sinn, ist ja auch ein ganz normaler Vertrag, aber trotzdem. Interessant, wusste ich nicht. Gekündigt, das ist normal, wenn es ums Business geht. Ich kann auch ganz ehrlich mit euch kommunizieren, dass ich natürlich meine Priorität daran setzen werde, bei Twitch zu bleiben. Das ist ganz obvious. Ich möchte bei Twitch bleiben. Ich liebe Twitch über alles, Digga. Klar. Facebook, Streams, wenn da nicht noch das gefühlt größte Update der History kommt, sind Facebook-Streams für mich. Ich vergleiche es auf Monte, auf die Monte-Art und Weise. Der nächste Shitstorm kommt. Also, wie mit dem Hund, ich bringe jetzt mal einen Monte-Vergleich von den verschiedenen Streaming-Plattformen. Twitch ist die Seite, die man am liebsten schaut, weil es dort alle Pornos in HD gibt. Alle Pornodarstellerinnen. Massig Auswahl vom Fickmaterial. Saftig, knaftig. Du siehst bei der Auflösung selbst den kleinsten Pickel an der Pflaume. Baba, da will man immer wieder zurück, weil man sich da wohlfühlt. Dann kommt Mixer. Mixer ist die Pornoseite, die auch einiges an Auswahl hat, aber irgendwie auch nicht wirklich Spaß macht. Da fehlen noch einige Sachen. Und interessanter Vergleich. Kann da ab und an mal drauf zurückgreifen, aber am Ende, wenn du dann auf der Seite warst, willst du wieder zurück auf Twitch, weil da einfach die bessere Qualität ist. YouTube Gaming Streams sind so die Seiten, wo du raufgehst und du findest überhaupt gar nichts von dem, was du möchtest. Am besten öffnet jetzt sich noch ein Virus. Habe ich letztens gerade erst gehabt, Real Talk. Aber nicht auf einer Pornoseite, sondern bei einer Download-Seite für MP3. Genau. Da willst genau. du nicht bleiben. Du guckst mal ein bisschen und inspirierst dich, aber du willst ganz schnell wieder zurück auf Twitch. Und dann haben wir da noch Facebook Gaming. Facebook Gaming ist so, da klickst du rauf und guckst dir 360p Porno an. Und denkst dir, wer will mich eigentlich verarschen? Wir leben im Jahr 2019. Und da gehst du auch nie wieder zurück, weil sich das so negativ in dein Gehirn eingebrannt hat. Und das ist halt das Ding. Viele haben jetzt Panikmacherei geschoben. Mund hat den Twitch-Vertrag gekündigt. Und bei Facebook Gaming Streams. Nein. Also,
unter jetzigen Voraussetzungen, wie die Streams auf Facebook sind, wie der Chat ist, dass man mit seinem realen Namen in den Chat schreibt und. Ich sage euch ehrlich, selbst wenn mir Facebook, und so war ich hier sitze, selbst wenn mir Facebook einen Zwei-Jahres-Vertrag, Drei-Jahres-Vertrag von 10 Millionen anbieten würde, ich würde das nicht machen, Digga. Ist viel, ne, 10 Mille. Vielleicht würdest du es doch machen, wer weiß. Obwohl. Nee. Ist schwierig, in seiner Situation kann er besser entscheiden. Aber diese Vergleiche sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Natürlich auf Pornos bezogen, man kennt ihn. Finde ich interessant, aber ja, ist einfach Fakt, ne? Twitch ist einfach so der Mercedes unter den Autos. Und das andere ist halt mehr so, ja, nicht ganz so geil. Es ist einfach Fakt. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde es nicht anders machen. Also ich würde auch bei Twitch bleiben, weil Twitch einfach die größte Plattform ist und einfach die beste Qualität bietet. Wie gesagt, ich habe auch 5 Jahre gestreamt. Ich weiß da ein bisschen was von. Obwohl ich die anderen jetzt nicht unbedingt ausprobiert habe, aber trotzdem ist alles nachvollziehbar. Und also ist es jetzt nur Rummacherei. Er wird eh verlängern. Und es geht einfach nur darum, Druck aufbauen. Ist ja meistens so. Was ich übrigens auch allgemein traurig finde, ich habe es nie verstanden, warum sind Neukunden einfach viel mehr wert als jemand, der 9 Jahre lang seinen Vertrag hat oder so. Weil jetzt ein bisschen Real Talk jetzt von mir. Ich war, ich glaube, 12 Jahre lang bei der Telekom, hatte ich Vertrag. Und dann habe ich gekündigt, weil es einfach nur scheiße war. Ich habe dann gekündigt, beziehungsweise habe angerufen, mein Vertrag wird verlängert, dies und das. Gibt es irgendwie neue Sachen? Nee, können wir nicht machen. Ich habe gesagt, ja, wie? Hier Vodafone und dies, gibt alles viel besser. Ja, können wir nicht machen. Gibt es hier nicht. Wenn ich einen Vertrag gekündigt hätte und dann bei der Telekom, würde ich bessere Sachen bekommen, als wenn ich schon 12 Jahre da bin und für Jahr 13, 14 verlängere. Da bin ich halt gewechselt, ne? Das ist traurig. Neue Kunden sind immer 1000-fach mehr wert als Leute, die 100 Milliarden Jahre schon im Vertrag drin sind, was ich einfach nur kacke finde. Aber naja. Ich kann nur von euch genau nur empfehlen, egal um was es geht, immer alles kündigen. Immer. Niemals einen Vertrag verlängern lassen. Immer kündigen. Immer. Ob es Gas, Wasser, Strom, was es auch immer ist. Handy, allen Scheiß, immer kündigen und immer wieder Neuvertrag machen. Man bekommt bessere Sachen und es ist günstiger. Fakt und traurig, ist so, Punkt, weiter. Weil jeder Stream eine Qual wäre. Geld macht nicht glücklich auf Dauer. Klar, Geld gibt dir ein bisschen Sicherheit. Aber ich würde nicht auf Facebook streamen. Es geht einfach nicht. Das geht nicht, Digga. Facebook Streams, also ich will jetzt mal sehr weit ausholen und bitte, da soll sich auch niemand angegriffen fühlen. Und ich weiß, es werden sich wieder einige angegriffen fühlen. Aber wer auf Facebook streamt, für Bezahlung oder freiwillig, mir egal, der liebt seine Community 0%. Der macht auf die Community den. Also seid mir nicht sauer, aber Facebook Streams sind der größte Schmutz, den es gibt. Der größte Schmutz. Größter Schmutz, Digga. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Ne? Und ich habe halt meinen Twitch-Vertrag gekündigt, einfach aus Business-Sicht. Und ich kann euch eins sagen, wie gesagt, wiederhole ich mich, mein Hauptziel ist es, auf Twitch zu bleiben. Und ich möchte gerne auch auf Twitch bleiben. Und was sich dann daraus ergibt, das sehen wir dann. So schlecht, dass du das sagst, was hast du denn jetzt als Verhandlungspunkt? Naja, Verhandlungspunkt ist für mich definitiv kein Facebook-Stream. So, aber es gibt auch noch andere Plattformen, wie zum Beispiel Mixer. Und sollte, und da bin ich ehrlich zu euch, sollte YouTube Gaming an ihrer Seite relativ zeitnah noch einmal etwas ändern, nämlich die Chat-Funktion, auch dann würde YouTube Stream für mich interessant sein, aber nur, wenn dort wirklich was passiert, bevor die irgendwie sagen, ja, das und das und das. Weil YouTube an für sich als Geschäftsmann und aber auch vom Aspekt YouTube-Streams finde ich nicht schlecht. Ich schaue auch ab und an mal gerne YouTube-Streams, aber das, was mir halt essentiell bei YouTube-Streams fehlt und was die aber nicht checken, ist der Chat. Und der Chat ist wirklich absolute Pisse bei YouTube. Wenn sie halbwegs ein bisschen daran arbeiten würden, dass der Chat geil ist, dann glaube ich, aus meiner Sicht, würde YouTube Gaming eine gute Konkurrenz. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe nicht viel von YouTube gesehen.
nur ein paar Streams, aber der Chat ist echt für den Arsch. Man muss bedenken, das Wichtigste beim YouTube, beim Stream ist der Chat. Ich meine, ein Streamer, der nicht auf den Chat eingeht, ist Kot. Kot, was auf der Straße liegt und brennt. Ja, die Interaktion mit den Boys and Girls, die zuschauen, ist ja ein Livestream. Er ist live und interagieren muss man über den Chat. Und wenn das nicht geht, scheiße. Da gehe ich übrigens auf jeden Fall recht. Und das wäre ziemlich blöd. Aber das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich in dem Video, ne? Was geht denn noch hier weiter? Ein Twitch gegenüber sein, ja. Aber solange das so ist, wie es jetzt ist auf YouTube, ist es auch nicht wirklich eine Option. Der Chat ist einfach nicht lesbar, nicht genießbar und es macht keinen Spaß. YouTube legt da keinen Wert drauf, das merkt man. Ja, genau, Digga, das merkt man. YouTube legt da keinen Wert drauf. Die Qualität und das Feeling, auf YouTube einen Stream zu schauen, finde ich okay. Ich kann mir vorstellen, dass YouTube da in den nächsten Jahren dran arbeitet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass YouTube eine sehr große Konkurrenz wird von Twitch. Dass sehr viele wechseln werden, weil Twitch hat einfach die Community. YouTube hat die Community, so habe ich gerade Twitch gesagt. YouTube hat die Community und YouTube hat auch die ganzen Creator, die halt da sind. Auf YouTube ist einfach jeder, der auch bei Twitch ist normalerweise. Und wenn YouTube da richtig Gas gibt, ne, kann ich mir vorstellen, dass Twitch sehr große Probleme bekommt. Und dann gibt es einen Konkurrenzkampf. Und ein Konkurrenzkampf ist immer geil, Leute. Immer. Weil dann müssen die sich alle gegenseitig pushen. Dann sieht Twitch, oh, wir brauchen dies, YouTube braucht das. Das wird immer besser, es wird immer alles günstiger, immer geiler, weil die sich halt gegenseitig pushen. Freut mich. Freut mich. Das ist genau der gleiche Vergleich wie Netflix. Alle gucken Netflix, alle finden Netflix aktuell geil. Jetzt kommt Disney Plus. So. Und ich kann mir vorstellen, Disney Plus Konkurrenz wird von Netflix. Dann wird Netflix günstiger, dann wird Disney Plus günstiger. Alle hauen mehr Content raus, alle klar, machen mehr, alles wird günstiger und alles wird geiler. Weil Konkurrenzkampf ist immer geil bei großen Anbietern. Glaubt mir, Leute. Sehr gut. Richtig geil. Vielleicht bald gibt es dann nur noch Livestreams oder vernünftig auf YouTube. Wer weiß, in ein, zwei Jahren. Mal schauen. Wenn der Chat und so weiter angepasst wird. Weil YouTube ist mir eine vertraute Seite. Ich bin gerne auf YouTube so. Ihr wisst, ich habe 2 YouTube-Kanäle, beide mit über 2 Millionen Abonnenten. So. Ich bin gerne auf YouTube und ich schaue mir auch gerne einen Livestream an auf YouTube. Aber ich kann ihn mir halt nicht lange geben, weil die Interaktion vom Streamer mit dem Livestream-Chat gefühlt null ist. Und das finde ich sehr wichtig. Ist auch wichtig. So, dann habe ich ja gerade gedacht. Auch die andere Plattform Mixer. Mixer vom Optischen und vom Chat gefällt mir am allerbesten. Im Vergleich zu Twitch jetzt, ne? Aber ich bleib dabei. Also wenn man jetzt alle Konkurrenten vergleicht, man hat Twitch an erster Stelle, dann kommen dahinter irgendwie jetzt nicht von der Reihenfolge, wer wo steht, aber die Streaming-Plattform Nummer 1 ist Twitch. Und dann sind da noch andere Streaming-Plattformen wie Facebook, YouTube und Mixer. Und von all diesen Plattformen finde ich Mixer am entspanntesten noch für Livestream, aber an erst Lollipopper, die dumme Sau, hat mich gerade eingeladen. Ich habe mich so erschrocken, Alter. Bei PlayStation. Jetzt bin ich voll raus. Was wollte ich jetzt sagen, verdammte Scheiße? Ach, Digga, jetzt bin ich voll raus. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wenn eine Plattform am interessantesten für mich wäre, um mal drauf zu streamen, wäre es Mixer. Unter den jetzigen Voraussetzungen. Aber die Plattform Nummer 1 wird immer Twitch sein. Twitch wird immer die Nummer 1 sein, was Streams für mich angeht. Und wie gesagt, aus geschäftlicher Perspektive ist es natürlich klug von mir gewesen, meinen Vertrag bei Twitch zu kündigen. Ja, ist immer klug. Immer klug zu kündigen. Leute, kündigt immer alles. Ganz wichtig. Außer ihr habt den mega krassesten Vertrag ever, Arbeitsvertrag oder was auch immer, dann macht's nicht. Wo ihr nie wieder rankommen könnt. Gibt ja so frühere Arbeitsverträge, wo man dann 40 Tage Urlaub hat und weiß nicht, Stunden von 1000 Euro. Habe ich natürlich auch. 1000 Euro, sehr realistisch. Ja, das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich muss noch ein bisschen reinfinden bei den ganzen Reaction-Videos. Ich bin ja gut dabei, hoffentlich. Meinung, Kritik und so weiter rein. Das war's. Haufen Super Nester Boys. Wenn wir uns nicht mal sehen, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis dann. Tschüss.